Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Spanien vor schwieriger Regierungsbildung. Zwar wurden die Sozialdemokraten von Ministerpräsident Sanchez mit knapp 29% stärkste Kraft. Sie brauchen aber einen Koalitionspartner. Die konservative Volkspartei verlor die Hälfte ihrer Mandate. Und erstmals zieht die ultrarechte Vox-Partei ins Parlament ein. Weltweite Militärausgaben steigen erneut. Im vergangenen Jahr wurden 1,6 Billionen Euro für Rüstungsgüter ausgegeben. Das ist der höchste Stand seit 30 Jahren, wie das Friedensforschungsinstitut SIPRI berichtet. Spitzenreiter bleiben die USA. Deutschland liegt auf Rang 8. Kommandeur des Gefangenenlagers Guantanamo, Ring, entlassen. Man habe das Vertrauen in seine Führungsqualitäten verloren, teilte das US-Militär mit. Rings bisheriger Stellvertreter werde die Leitung des Lagers kommissarisch übernehmen. In dem Gefängnis auf Kuba werden mutmaßliche islamistische Terroristen ohne Prozess festgehalten. CDU-Spitze berät über Klimawandel und Zukunft der deutschen Autoindustrie. Hintergrund ist auch die kürzlich angestoßene Debatte über eine CO2-Abgabe. Sie soll den Ausstoß von Treibhausgasen verteuern. Die Unionsfraktion will die Bürger dadurch aber nicht zusätzlich belasten. Schwere Überschwemmungen in Mosambik. Im Norden des Landes sind etwa 160.000 Menschen betroffen. Rettungsteams konnten erst in einige Gebiete vordringen. Zuvor hatte der Wirbelsturm Kenneth mehr als 35.000 Häuser zerstört. Es war bereits der zweite schwere Sturm innerhalb von 6 Wochen. Das Wetter. Im Westen zunächst eine Mischung aus Sonne und Wolken, sonst oft stark bewölkt und gebietsweise Regen. Im Nordosten im Tagesverlauf sonniger. Höchstwerte 6 bis 20 Grad.